kann man hier quasi nicht erweitern. Finde ich ganz nette Idee. Aber vielen ist es halt zu... Weiß nicht, sagt man statisch? Sagt man statisch? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube schon. Zu... Ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lang ich dieses Let's Play mache. Ich werde jetzt einfach nur mal ein paar Folgen hochladen. Also nicht so viel. Ja. Ich wollte euch das Spiel ja eigentlich nur mehr oder weniger zeigen. Weil ich finde das Spiel jetzt auch nicht, dass man da so ein guten Let's Play zu machen kann. Weil es doch immer wieder dasselbe ist. Da ist es bei Landwirtschaftssimulator schon immer ein bisschen mehr Abwechslung. Aber ich wollte das Spiel halt mal zeigen, wie das so ist. Und ich finde, das kann schon ganz gut mit dem LS mithalten. So. Ups. So, und hier in diesem Spiel übrigens, seht ihr, gibt es auch andere Traktoren, die hier rumfahren. Finde ich auch ziemlich cool. Aber es gibt halt hier auch keine anderen Höfe. Also gibt es schon, aber die sind keine Konkurrenz. Also das sind wirklich nur so ein paar Gebäude quasi. Was, das finde ich noch ganz cool, wenn es wirklich so Konkurrenz geben würde. Oh Gott, wartet mal, ich muss kurz niesen. Entschuldigung. So. Wir haben jetzt 60% gepflügt. Das ist ganz gut. Ja. Und ich wollte auch ein paar Themen ansprechen. Und zwar zum Beispiel Fußball-WM zum Beispiel. Geht ja bald los. Wird Deutschland schaffen, Weltmeister zu werden oder nicht? Schreibt es in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Aber ich hoffe es einfach, dass sie in diesem Jahr mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und ja, aber wenn man jetzt so die Testspiele beobachtet hat, dann sieht das nicht so gut aus. Ich hoffe, dass die Nationalmannschaft dann nochmal Zeit hat, mehr zusammen miteinander zu trainieren. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Was ich noch nicht weiß, ist, ob die WM versetzt übertragen wird. Also das heißt nicht live, sondern quasi live halt in deutscher Zeit. Weil in Brasilien ist ja, wenn die spielen, ist ja bei uns Mitternacht. Das finde ich ein bisschen blöd. Und ich weiß nicht, mit Mitternacht Fußball gucken. Aber ich denke, da wird sich das deutsche Fernsehen schon was einfallen lassen. Hoffe ich zumindest mal. Das wäre nämlich sonst echt doof. Jetzt müsste man so Etappenschlafen machen, weißt du, dass du dann von 8 Uhr bis dann 12 Uhr halt nochmal schläfst eine Runde oder so. Oh, dass du halt dann früher ins Bett gehst dafür und dann nochmal halt in Mitternacht aufstehen musst.
Dafür dann halt anderthalb Stunden früher ins Bett gehen als sonst. Kommt ja aufs Gleiche raus, fast. Aber weiß ich noch nicht, aber ich hoffe mal, sie übertragen es versetzt. Wann waren eigentlich die letzte WM war 2010, ne? Boah, es ist schon lange her hier. Ja, ja, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Das ist schon krass. So. Ja, was gibt's denn noch so? Bald sind Wahlen, glaube ich, ne? Ja. Präsidentenwahlen. Und was ich extrem witzig finde, ist das, was die NPD macht. Und zwar tun die ihre Werbeschilder für ihre Partei mit Leitern an so Laternenmasten dranhängen, so dass man nicht drankommt, damit man das nicht einfach abreißen kann. Finde ich eine ziemlich lustige Idee, aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, NPD, ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht dafür, dass die verboten wird. Sollen sie doch machen, ich denke mal, sie werden eh nicht irgendeine Wahl gewinnen. Und von daher ist es meiner Meinung nach ja eigentlich dann egal. Was ich halt problematisch finden würde, ist, wenn sie aus, ich sag jetzt mal aus Versehen, also wenn sie mal irgendwie aus irgendeinem Grund eine Wahl gewinnen würden, wäre ich echt mal gespannt, was dann mit Deutschland in dieser Zeit passiert. Das wäre wahrscheinlich ziemlich, ja, schlecht, sage ich mal, für die Politik. Aber ich meine, wenn man jetzt die Partei verbietet, das bringt wahrscheinlich auch nichts, weil dann macht sie den Untergrund unter einem anderen Namen wahrscheinlich einfach weiter. Und im Untergrund ist eigentlich noch viel schlimmer, als wenn man die beobachten kann. Deswegen wäre ich dafür, dass die NPD bleibt. So. So, wir sind fast fertig. Wir haben jetzt 99% erreicht. Und eigentlich können wir schon wieder heimfahren. Aber ich mache gerne immer bis 100%. Weil es besser ist. So. Und dann fahre ich auch immer noch die Reihe zu Ende. So. So, jetzt gucken wir, wie das Feld aussieht, ne? Und jetzt fahre ich gleich mal weg. Und wenn ich jetzt gleich wiederkomme, dann sollte es eigentlich anders aussehen.